So, ja. Und das Schwert haben wir jetzt auch, das keiner benutzen kann. Geht's euch gut? Ich habe das Spiel heute beendet. Jetzt machen wir ganz viel optionalen Nebenkram, wie eben diese Special-Bosse. So, speichern. Unbedingt. Das mache ich nie nochmal. So. Dann, Moment. Wenn wir von da kommen. Nach rechts ist so Aquarius. Was ist denn der Aquarius-Schalter schon wieder? Achso, hier sind Gegner. Geht gut los. Kann ich schon bitte einfach nur töten? Nee, anscheinend nicht. Wie manchmal solche Mobs schwerer sind als solche Bosse, ne? Okay, mit Sanctus kriegen wir es aber der Weihnacht durch. So, du kriegst auch einen Sanctus in die Fresse und bist tot. Gut. Weiß nicht, du hast so viel Stuff einfach gerade, alle Heilmittel. Noch mehr von euch. Witz. So. Oh, die anderen sind nicht da. Kriegst du denn noch tot? Wunderbar. Das ist immer geil, wenn die anderen nicht da sind. Warte mal, was ist denn da noch einer? Ach, shit. Nee, was? Da. Irgendwann kriegt, glaube ich, was doppelt ab jetzt, oder? Ah. Die kommen einfach full life wieder, kann das sein? Oh, du hast ja die falsche... Du hast das falsche Gambit noch drin. Du lebst gerade und deine Freunde nicht. Ja. Wirklich, ich sterbe an diesen drei Wichshanseln. Aber Ultima lege ich. First try vor allem. Das ist so lächerlich. Das ist so dumm. Guck mal, die zerlegen mich, aber ich habe Ultima gerade gemacht. Wie funktioniert das? Herrgott! Ich verbiete jetzt auch zu leben, du Stück Scheiße. Es ist so dumm, es ist so dumm, es ist so dumm. Ich töte ihn jetzt einfach so, das funktioniert doch nicht. Wusstet ihr das in Bezug auf... anonym. Oh Gott. Stop it. Er ist doch ein... So, der ist tot. Da kommt ein neuer. Ey, das hört einfach nicht auf hier, ne? So. Kann ich bitte die Steuerung... Benutzt den Schalter, benutzt den Schalter. Ja, Aquarius. Ich weiß nicht, was für eine Torsteuerung genau ist. Wir haben... Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. So, gut. So, dann Pause. Wenn wir raus haben, muss ich das hier größer machen. So, Aquarius. Wo ist denn die Tür dafür? Omega MK12. Hä? Was ist denn der Omega MK12? Und wo ist die Aquarius-Tür? Ah. Da, A2. Oh, und jetzt könnten wir den ganzen Weg zurücklaufen und die Taurus-Tür öffnen. Okay. Und damit... Ne, was haben wir jetzt? Aquarius. Hier, genau, A2. Dann kommen wir jetzt... Was ist der Omega MK12? Das weiß ich nicht mehr.
Mega MK12. Der sagt mir gar nichts. Omega Final. So, Final Fantasy. Ja. Ein optionaler Superboss. Ach. Ein optionaler Superboss in Final Fantasy 12, der sich im Zentrum der Megacrash befindet. Ja. Man kann den Boss zwar erst nach dem Erhalt des Schwerts des Paktes aufsuchen, doch wird er zu dem Zeitpunkt ähnlich einer als Schatz getarnten Mimik im verschlossenen Zustand aufhalten. Um Omega zu aktivieren und bekämpfen, muss der Mob-Auftrag für Yasmat angenommen werden. Es ist allerdings nicht erforderlich, den Mob zu besiegen. Oh, das ist der Groß. Den haben wir noch gar nicht angenommen. Ja, anders als bei anderen Bossen erhält die Gruppe keine Belohnung von Mont Blanc für den Sieg über Omega MK12. Stattdessen hinterlässt er Beute wie ein gewöhnlicher Gegner. Diese sollte unbedingt aufgehoben werden, da man das Omega-Emblem, welches der Boss hinterlässt, und für den Erhalt des Trostschwerts als Handelsweise benötigt wird, ansonsten dauerhaft verpasst. Zudem erscheint Omega MK12 in Phase 99 des Prüfungsmodus in der Zodiac-Version. Okay. Wegbeschreibung. Ja. Okay. Er ist einfach ein großer Riesen-Arschloch-Boss, den wir sowieso noch gar nicht machen können. Was ist denn ein Superboss? Dann geht es schon wieder los. Definition Superboss. Optional auftretende Bossgegner zu den stärksten Anzahl von Monstern der Spiele gehören. Warum gibt's denn den dann und den anderen? Warte mal. Haben wir nicht, wie heißt der? Grisch, der hier gerade erwähnt wurde. Was ist denn der Deus-Drache? Das ist auch so, die Ark ist auch eins. Ach, schön. Hm. Ja, Brand ist ein Superboss. Wo war denn der ein Superboss? Das ist ein Quatsch. Nee, aber wie heißt der nochmal? Yasmat. Genau, Yasmat ist unser Mega-Mob mit 50 Millionen HP. Boy, freue ich mich auf den nicht. Okay. Nee, gut, dann müssen wir das jetzt nicht machen. Andererseits, wenn ich schon da bin, bleibt die Tür offen. Karte nochmal aufmachen. Also. In die Karte jetzt. Karte. So, hier. Was für eine Tür haben wir gesagt? Nee. Doch, Aquarius. Dann, ja, mach mal Aquarius hinter Virgo auf, oder? Nee, das ist Quatsch. Weil ich sonst nicht an T reinkomme. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Aquarius A1 aufmachen. Und das ist meine Route. Ihr seht sie nicht? Ich schon, ich muss sie mir jetzt merken. Und danke mal. Scheiße. Von da komme ich, dann geht's hier runter. Oder? Entweder bin ich gerade richtig gelaufen oder komplett falsch. Nee, das ist richtig. Lauf. Schlafgard, deine Mutter. Da muss ich auch einschlafen. So, nimm das Ding. Hör auf, irgendwas zu tun. Dass ich im Fluchtmodus nichts machen kann. Und dann das Gambit erst. Ja. So, jetzt sind wir bei 17. Achso, dann laufen wir. Wir haben V2 aufgemacht. Das heißt, wir müssen... Da ist ja nichts anderes, ne? Oh, Kamera. Damit. So, links müsste offen sein. Den Dino ignorieren wir. Dann sind wir jetzt an V2 vorbei. Dann sofort wieder rechts. Das sieht gut aus. Warte mal, dann kommen wir hier dahin. Du musst A1 aufmachen, haben wir gesagt. So. Und hier. Scheiße. Du bist Libra, dann links. Dann rechts. Ich kann die Karte immer besser lesen. Was sagt denn die Zeit da oben? 160, so, warte mal, ich kann auch langsamer machen. Gerade durch. Und da müsste dann das A1-Gate stehen, dahinter.
Hier ist kein Geld. Wo bin ich? Fuck. Ich bin jetzt nochmal geradeaus. Oh, bitte. Wir verlaufen. Ist für das A1-Gate? Tür. Da quasi das Tor 1. Ja, benutzen. Okay. Boah. Weg. So, Knochenbrache A. Ash kann noch nichts machen, weil sie zu weit weg. Ash. Kommt einfach nicht. So, Wache A. Du machst Wache B. Und dann gucken wir, wie weit A runter geht. Oh. Nicht weit genug. Wache A. Wache B. Und waren auch nochmal Wache B. Wirklich, die Wachen 3 Sanctus. Ja, du bist gestorben. Als ob ihr mit 5 HP überlebt. Was kannst du eigentlich, Vibe? Oh. Das ist ja auch eine gute Party beieinander. Können wir? Können wir ganz schnell töten. Irgendwas. Boah, hau doch einfach drauf. Manchmal ist dieses Pre-Buffen einfach dumm. Der Gegner hat 2 HP. Wir buffen uns eine halbe Stunde. Geil. So. Wann gibt es denn eigentlich Earth Defense Force 5? Das ist noch für Multiplayer. Ich habe noch nie ein EDF gespielt. So. Gott. So, und das ist jetzt die Taurus-Steuerung. Die bringt mir aber gerade nichts, ne? Wir könnten jetzt mit C2 aufmachen. Und dann T1. Da muss ich aber immer so einen Umweg laufen. Außer ich hole nochmal Aquarius. Aber T war jetzt schon mal gut. Oder wir laufen jetzt einfach und gehen. Weil selbst wenn ich mir jetzt die Taurus-Steuerung hole. Ich komme an keins der Ts hin, weil ich entweder C oder A brauche, ja. Warte mal, mit C haben wir doch vorhin C aufgemacht. Ja, das war das. Ja, da wäre die A2 jetzt geil. Nee. Das Gebiet fuckt mich zu sehr im Kopf ab. Wir können aber gucken, wie lange die. Gott, jetzt sind wir da. Ach komm, mach den einfach. Der ist ja nicht schlimm. Heiska, du bist doch der Drache. Na komm. Wenn wir halt einfach mal durchgebufft sind, dann funktioniert das auch alles. Drache wird heilen aus. Ich glaube, der hackt. Warum steht Wahn da und guckt ihn einfach nur an? Wirklich, in dem Moment, wo er stirbt, kriegt er einfach nochmal. Echt Medica gegen Lehm? Oh, tut's. So, warte mal, wir kommen von da. Warte mal, dann. Das ist die C-Steuerung. Die 2 hatten wir. Jetzt mal Zeit für ein EDF-Teil. Ich weiß gar nicht, was ich davon erwarten würde. Hör auf, das heißt einfach nur diese blöde Steuerung benutzen. Das gibt's einfach nicht. So, okay. Haben 3 Minuten, ne? Das ist easy. Komm. Laufen wir zurück. Dann hier weg. Dann an der 16 links. Das ist nicht die 16. Was ist das für ein Ding hier?
Achso, das ist einfach nur ein normaler Durchgang. Okay, okay. Das ist frech, diese extra Dinger sind nämlich nicht eingezeichnet. So, jetzt sind wir nämlich hier. Toxin, ja, hast du Pech gehabt. Dann musst du halt leider sterben. Rechts. Und exakt den selben Weg nochmal laufen, glaube ich. Bescheuert. Nee, richtig? So, ja, genau. Und das Türchen sollten wir jetzt aufmachen können. Jo. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Oh mein Gott. Ja, ist doch fucking annoying. Was ist die 1? Nein. Die 1 ist... Ah, nein. Auch nochmal ein gutes Item. Ach. Bin ich gut? Das habe ich vergessen, wo ich bin. Nein. Was bist du? Du die Liebe der Steuerung. Ja. So, warte, wir kommen von hier dann da runter. Mmh. Loot oder Boss, den wir nicht machen können? Holen wir uns den Loot, oder? So, dann ist das die 16. Genau, bufft euch jetzt mal hier durch. Bis du den Film Spiel erwarten sollst. Story, könnte man das Parodie eines B-Alien-Attack-Movies sehen? Es gibt so viele Waffen, die extrem krass sind, die Kamera shaken. Ja, das ist ja... Kamera shaken finde ich ja immer richtig geil. Es gibt eine Lady, die konstant ihren Arsch zeigt. Okay. Now you have my interest. Geht dein Atem halt aus. So. Okay. Das sieht irgendwie falsch aus. Warum haben wir wieder einen Lehm hier? Es gibt Mech und es gibt einen Dude, der jeden fucking Airstrike der Welt auf die Alien hetzt. Ja. Klingt nach einem Aggressionsproblem von dem. So, und jetzt muss ich bis zu T2 laufen. Habe ich ja vorhin die Map mal kurz gepinkt im Chat, ne? Weiß nicht, wer sie noch offen hat. Die ist widerlich. So. Perfekt. 152 Sekunden, das sind über 4 Minuten. Lauf, 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 lauf. Aber die Torsteuerung hält ewig. So. Bin ich hier? Hier geht's ja nur so durch. Hallo, darf ich bitte? Danke. Oh mein Gott. So, jetzt geradeaus drüber. Ja. Hat schon hier. Muss mal gucken. So, jetzt bis zur 16. Ja, hier ist ja nichts anderes. Sollte zumindest. Also den Raum gibt es eigentlich laut Karte auch gar nicht, in dem wir jetzt gerade waren. So, jetzt die erste links. Dann sind wir bei der Libra-Steuerung. Für das. Dann die erste weg. Wir haben noch gut Zeit. Dann an der T-Kreuzung rechts. Und dann die erste links. Also geradeaus oder links werden beides T-Gates. Aber wir wollen zum Loot. Der Boss ist ja eh nicht da. So. Genau, Taurus 2. Perfekt. Ach, drei von euch. Jetzt wird es aber langsam lächerlich. Könnt ihr bitte mitkommen? Es wäre schön, wenn wir alle drei angreifen könnten. Kommst du jetzt mit? Wahnsinnig. Zu weit weg.
So. Weichmagie Sanctus A. Machen wir jetzt einfach dreimal. Nein! Warum hat Ash... Nein. Warum nimmt sie denn automatisch B in Fokus? So, bam, 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 bam. Gut. Weißmagie Sanctus B. Nächste. Ash. So. Alle auf B. Na? Der lebt noch. Ich raste aus. Okay. Dann machen wir aber erstmal den anderen. Dann machen wir C. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Inakt. Wieso ist mal schon wieder mal? Der sollte schlafen. Dem mach mal was. Ja, ich verbiete Malf jetzt einfach, ich wollte sagen, zu atmen. Wäre ein bisschen hart, ne? Ich will den Loot, ich will den Loot, gib mir den Loot. Als ob die beide so knapp noch leben. Du sollst den da angreifen. Werf ihn nochmal an. Warn, greif niemanden von denen an. Scheiße! Wann heilt die? Na, wo ist das Orochi? Wer heilt die gerade? Wer hat ja eine Waffe, die düsternes Schaden macht? Oder Gegner, die aus untote Gegner heilen sich da dann. Das ist so ein Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Was? So. Timeout 6 Stunden. Da kümmert den noch nicht, der geht doch eh gleich in Lurk. so. Und da sollte jetzt irgendeine Special Rüstung. Hier steht Brave Suit oder Zodiac Escutcheon. Was für ein Ding? Aber hier ist Loot. Was bist du jetzt? Hast. Was, Digga? Oh. Oh. Abhast. Allein das hat sich gelohnt. So, kann ich da nochmal hingehen? Ist ein anderer Loot da? Nee. Warte mal weiter, ne? Damit Loot wieder da ist. Ich hab Hast gar gefunden. Oh mein Gott. Das ist einer der besten Spells überhaupt. Weil die ganze Gruppe Instant Hast bekommt. So, guck mal. Da kann man nämlich jetzt gleich ändern bei Ash. So. Hast. Ja. Ich, ist mir egal. Aber zaubert sie nämlich noch einmal Hast. Hast gar. Blom, blom, blom. Alle haben Hast. Da muss ich das nämlich nur noch einmal casten und nicht zweimal. Oh. Oh, das ist wirklich wunderschön. Aber. Das Respawn. Egal, wir haben. Ich hab Hast gar. So, jetzt warte mal. Da fällt mir nämlich bei Baltier ein. Ja, die. Germanus. Lalala. Ist ja Quatsch. So. Genau, der hat nämlich auch Hast gar. So, dann lernst du nämlich jetzt Fumfrit. Weißt du, was wunderschön ist, Dave? Ich! Danke. Dann, was meinst du denn? Genau, jedes andere Final Fantasy. Junge, du hast aber überhaupt keinen Geschmack. Das... Also, bitte. Oh. Na, guck, jetzt kann sogar er Hast gar.
lernen. Dann haben wir zweimal Haska. Oh, das ist ja... Das ist ja... Oh, das ist... Dann Scheiß auf Corsage hier. Du machst Haska. Oh mein Gott. So, jetzt muss ich wieder rausfinden. Moment. Oh nein, jetzt muss ich an. Wir sind umgelaufen. Oder? Haben wir... Nee, wir haben V2 aufgemacht, ne? Das ist jetzt der Raum. Haben wir vorhin C2 und V2 aufgemacht? Ja, kann ich nämlich jetzt einfach straight durchlaufen. Doch, haben wir, ne? Warte, ich komme von da... Nicht schon falsch, ne? Scheiße, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe mich komplett verwandt. Und das müsste jetzt eigentlich die Dreierkreuzung sein. Hier nach rechts bringt uns zur 17. Oh, guck mal, ich war doch richtig. Nice. Ich muss automatisch vorher stehen bleiben. Furchtbar, ne? Ich hab Haska gefunden. Wirklich, das macht so viele, so viel einfacher. Oh, geil. Nein. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. So, da ist jetzt der Speicherkristall. Perfekt. So, zack. So, Leute, bleibt unanständig, ich geschlafen. Hau die hin. So, und da ist jetzt die 19. Warum zum Fick seid ihr schon wieder da eigentlich, Alter? Machen die für Geräusche? Blub. Ich hab das so ätzende Erinnerung, aber war das echt so groß? Naja. Ich kann es mal ganz kurz einblenden. Oder? So, das ist die Karte. Durch die ich mich hier die ganze Zeit durchnavigiere. So, hier haben wir angefangen und dann da, nee, irgendwie, da haben wir angefangen, sind dann hier, haben da Sachen gemacht, zum Beispiel hier, da G1, wenn ich den Gemini-Schalter habe, dann kann ich eins der G-Tore benutzen. Wenn ich noch eins aufmachen will, muss ich zurück. Ich muss mir auch merken, zum Beispiel, wir haben hier oben den A, Aquarius, geholt, sind dann hier zurückgelaufen, so, ich musste mir merken, dass dieser Weg frei ist, weil wir haben angefangen mit... Libra, also wir sind hier angekommen, Libra, dann so, zack, haben dann C geholt, um, den C aufzumachen, mit dem Virgo haben wir das aufgemacht, sind dann hier hoch, haben mit Aquarius das aufgemacht, haben dann dieses C genommen, um das aufzumachen, sind zurückgelaufen, um dieses T zu holen, so zu laufen, dieses T aufzuholen, und da haben wir gerade Haska geholt. Und jetzt laufen wir, sind wir den Weg zurückgelaufen und sind hier. Ja, das ist ätzend groß. Das ist... Vor allem immer auf der Karte den Überblick behalten. So, wo muss ich jetzt links und wo muss ich rechts? Und, ne? Die Sache geht doch jetzt nicht auf den Sack. Das ist so, oh Gott. Kannst du das schneller machen, Dave? Ich hab doch schon Hast. Was willst du denn? Langsam sehen die Wände eintönig aus. Das da ist der Ausgang. Der Teleporter. Wir gehen doch hier raus. Du bist schuld, dass wir Ultima gemacht haben. Wir hätten auch Chaos machen können. Du wolltest nicht Chaos. Du wolltest Ultima. Also haben wir Ultima gemacht. Und Ultima ist halt einfach mal hier drin. In dem. Wir sind eigentlich in einem großen Stein. Noch ganz oben. Wir sind sogar außerhalb der Karte. Was ein Quatsch.
Ich würde aufhören, verwirrt zu sein. Schlimmer als ein Pokémon. So. Haben wir jetzt alle tot? Nein, da ist noch einer. Noch einer. Meine Frau wäre komplett verloren. Ey, ohne Karte wäre ich auch komplett verloren. So. Standardwechsler. Xix. Ja, so mit Xix kommen wir nämlich. Ach, scheiße. Wo kommen wir hin? Oh nein. Xix bringt uns ja gar nicht raus. Xix bringt uns zu XX. Okay. Von da. Leck mich doch. Haben wir S1 oder S2 vorhin aufgemacht? Und wie kommen wir jetzt an Leo? Scheiße. So, warte mal. Was ist hier? Da ist was zu. Wunderbar. Du bist S1. S1 ist zu. Dann. Ist egal. Einer von den beiden bringt uns zurück. Das. Mit dem hätte. Warte mal, dahinter wäre der 11 und 11 würde uns auf 13 bringen. Dahinter wäre der G. Das ist mir egal. Boah, mein Kopf platzt gleich. Ich will hier auch raus. So, jetzt einfach nur durchlaufen. Nein. Schwachsinn, nicht durchlaufen. Das bringt uns zum S-Schalter. Wir wollen nicht zum S-Schalter. Warte, was war das jetzt? S1, ne? Genau, S1. Dann sind wir rechts davon. Ein 10er Porter. Und der 10er bringt uns zum 9er, der 9er zum 8er und der 8er bringt uns raus. Bodywalk. So, du bist jetzt der 10er, ja. Fuck off, ey. So, 10. Ey, ohne Karte bist du ja komplett verloren. Den 9er eines laufen. Und der 8er bringt uns nach Gyrowegen zurück. Nee, aber nee. So. Wie, du bist nicht 8. Ja! Oh. Ich wollte nur, dass du Haska bekommst. Verdank mir ja nicht. Nein, als ob du das gewusst hättest, aber dankeschön. Ich habe einen der wichtigsten Spells bekommen. Wo muss ich lang? Da waren wir gerade drin. In diesem Ding da. Der große Stein. So, und in unserer Jugend haben wir selbst eine Karte angefangen ohne Lösungsbuch. Das ist richtig. Ich bin aber nicht mehr in meiner Jugend. Das ist ein bisschen her. Ah. Was haben wir jetzt hier wieder? Level 40er Gegner oder so. Mal gucken, was? 43, ja, ja. Wir sind jetzt halt auch mittlerweile fast 20 Level drüber. Warum one-shot ich die nicht? Och, Yellow, wirklich. Letzte halbe Stunde. Guten Morgen. Oh. Lässt die Sau mich auch noch aufstehen. Oh, ist das frech. Ist das frech. Ich will jetzt kriegst du gleich, wenn wir in der Speicherstation sind. Final Fantasy XII ist eins der wenigen Final Fantasy Games, die ich nicht zu Ende gespielt habe zu seiner Zeit. Also wir haben vorhin die Story beendet. Und jetzt machen wir halt die ganzen Neben-Espern. Und ja. Ich wollte gerade die Esper-Liste vorlesen. Bei 2 fehlt einfach noch das Kreuzchen. Da haben wir alle. Wen nennst du hier? Wow. Ich. Frau Wagner berichtet ihrer Nachbarin. Gestern habe ich im Tierheim für meine Tochter eine ganz liebe Katze bekommen. Darauf die Nachbarin. Das war wirklich ein guter Tausch. Hm. Jo. Okay. Das ist, dieses programmierbare Gameplay war nicht so meins, muss ich sagen. Echt? Ich liebe das Gambit-System, genau. Deswegen finde ich 12 so unglaublich gut. Weil du halt einfach. Vor allem zum Streamen ist es halt unglaublich gut. Weil solange nicht irgendwas schief läuft
kann ich mich wunderbar mit euch unterhalten, muss nur minimal eingreifen. Gut, jetzt bei den absoluten High-Level-Bossen muss ich schon sehr aufpassen, aber sonst das restliche Spiel war einfach, ich lass laufen, die heilen sich ja, wie ich es ihnen mehr oder weniger gesagt habe, zum rechten Zeitpunkt. Das ist ganz angenehm. Gambit, how not to play a game. Ja doch. How to program your game, quasi. Ich finde das gut. Ich habe jetzt auch bei Ultima oft genug eingreifen müssen. So war es jetzt nicht. Ultima war hart gerade. Weil wirklich permanent. Oh, jetzt sind keine Items erlaubt. Oh, jetzt kannst du übrigens nicht angreifen. Oh, jetzt sind keine Zauber erlaubt. Ja, fuck you. Na, wo da? Er ist schon frech. So. Das einzig nervig ist, dass halt in Gilwagon und in dem scheiß Stein, wo wir gerade waren, ein Portkristall ist. Oh, den Loot nehme ich nur mit. Los, Das ist nur ein Äther, ist mir egal. Ich nehme den mit. Ich will den Loot. Wenn Loot am Boden liegt, nehme ich den mit. Ja, er stirbt zu langsam. Naja, da ist auch noch Loot, aber das ist zu weit weg jetzt. Jetzt nervt mich. Hör auf! Oh Gott, das ist auch so ein Feature. Nee. Es gibt ein paar Sachen. Ich habe noch einen von diesen 16 in den DLC platiniert. Den DLC habe ich mir nicht geholt. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Final Fantasy 16 war geil. Aber irgendwie der DLC interessiert mich so gar nicht. Hat ja schon echt viel getan in der Spielereihe. Aber Story-Content sind schon immer ganz gut. Final Fantasy 10 war der Teil, der mich spielerisch am meisten angesprochen hat. Ja, da kannst du dich mit Lance unterhalten. Lance ist ein sehr großer. Habe ich da Final Fantasy 10? Siehst du? Sofort. Der ist instant da. Final Fantasy 10? Was? Jemand mit Geschmack? Ja, komm mal her hier. Das ist ungefähr Lance dann. So. Jetzt möchte ich mal noch ganz kurz gucken. Wir haben jetzt so viele neue S-Bahn. So, das sind die Schusswaffen. Ja. Hat noch irgendjemand was Wichtiges? Zufallszauber. Wo ist denn dieses Heiligending? Das ist ja useless. Warte mal. Wie schaut es denn auf dem Brett aus? Eigentlich relativ egal, ne? Oh, wir kommen noch nicht an die Claymore dann. Schwarzkunst. Aber hier ist auch nicht die Waffe dabei, ne? Was hättest du noch? Da, TP. Da sind wir auch so dran gekommen. Ah, das Exodus. Vulcano. Ja, Salomus. Das ist viel spannender. Ah, guck mal. Die hier holst du dir entweder über eine Mystic oder über eine Esper. Quatsch. Ja. Ah, das ist doppelt das. MPT 4000 Stacheln. Ne. Alles nichts. Oh, da ist da noch. Boah. Was ist das für eine Esper, ha? Die ist strong. Ja. Die wenigsten können noch was. Blutschwert. Ja, das war schon links drüber, mein Lieber. Exodus könnte. Okay. Auch. Ja, okay, es fehlen zwei. Das muss ja alles irgendwie erreichbar sein. Aber das ergibt keinen Sinn. Das ist ja. Oh. Das ist ja dann definitiv. Aber nicht 10-2. Darüber hatet jeder, ne? Da sind sich alle einig. 10-2? Ne, das spielt man nicht. Das mag man nicht. Das hat man nicht zu mögen. Todesbringer.
So, Schwert. Nee. Wer zum Fick kann denn Excalibur überhaupt benutzen? Ja, du hast nur Stäbe. Irgendeine Klasse, die wir nicht haben. Oh, witzig. Hier haben wir uns von woanders geholt. Blinde Wut. Du hast ja gar keine Esper. Du kannst ja komplett nehmen, was übrig bleibt. Nichts von dem, was du hast. Okay. Wie der F bereits weiß, ist Final Fantasy X-2 das einzige Spiel meiner Karriere, das physisch Bekanntschaft mit der Mülltonne gemacht hat. Selbst das beschissenste Spiel könnte ich nicht kaputt machen. Egal wie sehr ich es hasse. Der Schwabe in mir würde sich einfach sträuben, etwas kaputt zu machen, was irgendeine Art Wert hat. Ja gut, warum schmeißt du dann Gamepads durch die Gegend, Dave? Purer Frust. Warum war es klar, dass X-Spiel keiner mag, aber irgendwer es doch gut findet? Ich mochte 10-2. Komm. Yellow mochte 10-2. Ah ja. So. Ja, für eine Viertelstunde lohnt sich das jetzt nicht mehr, noch was anzufangen. Andererseits, warte mal. Lass mal zum Onkel Doktor gehen. Nein, Scheiße. Mont Blanc. So, zum Bazar. Ja, wir machen Big Rigs. Was ist denn Big Rigs schon wieder? So. Gibst du mir jetzt schon den Special-Auftrag? Das ist schon funny. Vor allem, wenn wir den Special-Auftrag angenommen haben, dann könnten wir zurück, wo wir gerade eben waren, und da den Special-Mob machen. Bald mein drittes Final Fantasy. So, wieder ein toller Tag. Neue Mobs. Nein! Wie nein? Wie nein? What? Hä? Ich hab doch... Hä? Die haben wir alle. Da steht überall erledigt. Irgendwer vielleicht nicht abgegeben? Hä? So, hold on. Ja, Yasmat. Yasmat ist ein Mob und Superboss Final Fantasy 12. Erscheint im Amphitheater. Ja, das ist okay. Mont Blanc schreibt die Notfahndung aus, nachdem der Deus-Drache, so wie alle Mobs vom Rang 7 besiegt wurden. Was ist denn der Deus-Drache? Der Deus-Drache lebt also noch. Der Deus-Drache ist ein optionaler Superboss in Final Fantasy XII, der sich in der Halle der Askese im Sohn-Höhen-Palast befindet und besiegt werden muss, um Zugang zu den anderen Superboss des Spiels Yasmat und Omega MK12 zu erhalten. Der Boss ist äußerst ausdauernd, muss jedoch nicht der gesamte Kampf an einem Stück bestritten werden, da man jederzeit die Arena verlassen kann und die TP des Bosses sich nur sehr langsam regenerieren. Das ist ja lame. Für den Sieg über ihn erhält die Gruppe 50.000 Gil von Mont Blanc. Werner erhält man eine Deus-Figur im Piratennest. Ja, was auch immer. Und im Zodiac Edge die Trophäe, der Drakonier. Wir müssen. Oh mein Gott. Warum ist dieses Spiel so groß? So. Der Sohn-Höhen-Palast. Wer da wohnt, heißt Sönke. Wo ist denn der nochmal gewesen? Der Sohn-Höhen-Palast. War der nicht da oben? Ja. Mumm. Oh nein. Das ist das Gebiet da. Halle der Askese. Mhm. Da wissen wir nicht, wie wir hinkommen. Da muss man wahrscheinlich da das Rätsel machen und dann kann man da dann links gehen. Und ich habe nie verstanden, was man da machen muss. Ah, cool. Dann ist der Deus-Drache unser nächstes Ziel.
Okay. Soll ich mich gleich klug hinstellen? Wir müssen actually einkaufen. Wir müssen wirklich einkaufen. Ach, wobei, der wird schon nicht so einen Stuff haben. Kommen wir gerade an einem Händler vorbei. Big Rigs. Offer the Road Racing. Das ist doch nicht diese miese LKW Racing Game. Ne. Soll ich das kennen? Ich hab mal so ein LKW-Ding gespielt. Quasi Euro Truck Simulator, nur halt nicht in Europe. Sondern 18 Wheels of Steel Howlin. Das war. Super. Ein. Ja, im Endeffekt ETS 2, also Euro Truck Simulator. Nur halt mit. Halt, warte. In den USA. Wo du halt einfach lange Highways hast. Das heißt im Endeffekt, das ist am PC gespielt. Und das war das ganze Spiel. Also no shit. Dann hast du für einen Nachmittag gespielt, das Kind, und dann dachtest dir, okay, dann muss ich nie nochmal spielen. Ach, stimmt. Warte mal. Da könnten wir ja auch nochmal weiterkommen, ne? Weiß ich, also Kadies. So, da, ja. Hier, so ein Höhenpalast. Doch, wir können straight dahin porten. Dann machen wir den straight das nächste Mal. Nein. Nicht speichern. Nein, nein, nein. Gesundheit, dankeschön. Oh, das war wieder. Ich hab's schon mal erzählt. Dass ich manchmal Niese hab, dass mir die Arme davon wehtun. Das war wieder so einer. Oh. Ich weiß nicht warum. Ich habe das schon so vielen Ärzten erzählt. Die schauen mich immer an. Das sagen wir, das kann überhaupt nicht sein. Ich kann doch nicht niesen, dann tun die Gelenke weh. Doch, tun sie. Das sind aber immer nur die Arme, nie die Beine. Also wirklich so von Ellenbogen bis Mitte. Ja, wobei. Eigentlich fast. Ja, zwischen Handgelenk und Ellenbogen eigentlich tut's weh. Ich habe manchmal niesen, bei denen mir der Rücken weh tut. Wenn ich es mir so halb verkneif, dann. Tor der Erde. Was? Ach. Du bist schon dead. Da muss er also raushauen. Nee, aber das mit den Armen habe ich schon seit. Der Teenagerzeit. Mir sind es die Schultern. Witzig. Sind einfach alle alt. So.